Frenkel Fortset. Heute. Let's play The Hunter. Tag, ihr Nasenbären. Oder soll ich sagen, Tag, ihr Hirsche, Tag, ihr Wildschweine. Ich habe mir gedacht, ich muss mal wieder was simulieren. Und deswegen habe ich mir die Jagdsimulation The Hunter besorgt. Das Erste, was mich daran irritiert, ist schon mal, dass ich es von der Webseite aus starten muss. Also ich habe zwar ein Spiel, das ich im Laden kaufe, kann es aber hier nur von der Webseite starten. Und das mache ich gleich mal. Und zwar hier, First Blood, seht ihr ja, Tutorial wird empfohlen. Ich spiele wie immer ohne Handbuch, zunächst jedenfalls. Schauen wir mal, was das Tutorial taugt, ja, ob ich damit klarkomme. So, Start. Ja, da sind wir schon. Und dann steige ich doch gleich mal ein. Das Erste, aber habe ich ja schon erwähnt, was mich irritiert hat an dem Spiel. Moment, jetzt muss ich das mal hier lesen. Do I have a thing? Ja. Okay, es riecht nach Scheiße. Das ist ja schon mal eine Information, die ich schon immer mal nicht wissen wollte. Okay, ich sollte sich auf einen Turm. Und ich habe hier ein iPhone, wie es sich gehört. Nein, kein iPhone. Ein, ach, Kack auf die Marke. WASD, das kennen wir, ne? So, also, dann gehen wir jetzt mal da weiter und zu dem roten Pfeil. Ja, das Erste, was mich irritiert hat, habe ich ja schon gesagt. Das Zweite, was mich irritiert, ist, ich habe dieses Spiel zwar ganz normal im Laden gekauft, es hat aber ein Verfallsdatum. Also jetzt ohne Mist, das hört nach einem halben Jahr auf zu funktionieren, quasi. Dann kann ich nur noch in einem Jagdgebiet aktiv werden und irgendwie nur noch eine Tierart töten und muss bezahlen, wenn ich wieder weiterspielen will. Ja? Leute, ganz ehrlich, oh, rennen kann also auch, Caps Lock. Ja, Leute, ehrlich, das macht mir Angst, was die Zukunft der Computerspiele betrifft. Jetzt ohne Mist, künftig halten die irgendwie nur noch 3 Monate und danach kannst du wegwerfen oder so. Also, das finde ich nicht gut. So, da ist dieser Turm. Running is good for getting to places fast. Okay. Ja, okay, also, ich soll nicht so viel rennen, wenn ich irgendwie Tiere suche. Mein, der schnauft ja schon nach 10 Metern, ey, der alte Raucher. So. Climb the Tower. Das geht mit E. Aber es sieht ja gar nicht mal so doof aus, ne? Und so dieses Gezirpe und das Gezwitschere und so. Also ich krieg da fast schon Heuschnupfen, so natürlich wirkt es. Also das ist nicht schlecht für eine Simulation. Da kann man wirklich nicht meckern. Sieht nett aus. So, Press E. Aha, toll. Presse auf gut Deutsch. Press E, die Hochlaufanimation, die haben sie sich schon gleich mal gespart. Schlau, schlau. Oh, ein Hirsch. So. Equip your weapon. Ich soll in ein lebenswichtiges Organ schießen. Das ist ja mal eine Information, die sehr wichtig ist für mich. Das hätte ich ja nicht gewusst. Ich dachte, man schießt irgendwie nur in den Fuß. Ja, das Herz ist also über den Beinen. Auch diese Information ist nett. Sonst hätte ich vielleicht noch am Arsch gesucht. Also, versuchen wir es mal. Was muss ich machen? Sag's mir, Tutorial. Press 1. Sehr gut. Und jetzt nochmal Maus 1, um zu zielen. Das ist ja komisch. Mit 1 schieße ich ja normalerweise. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Wahrscheinlich. Ah! Die Luft anhalten kann ich auch. Und Maus 1 ist dann auch noch feuern. Gut. Kann der mal stehen bleiben? Das wäre so für den Anfang ganz nett. Ich halte jetzt mal die Luft an. Mist! Habe ich nicht getroffen, oder was? Doch. Das wäre ja noch schöner gewesen. So, Maus 2 ist dann wieder weg. Waffe senken. Okay, also jetzt muss ich natürlich da noch hingehen und die Beute eintüten quasi. Vielleicht auch noch ausnehmen, wer weiß. Ach, das wäre lustig. So, Tab wieder drücken, hat er gesagt. Und dann wieder animationslos nach unten beamen. So, jetzt muss ich es harvesten. Ernten. Also, ja, ich würde so gern Blumen pflücken. Ich würde so gern Blumen pflücken. Ach, dieses blöde Skyrim. Verdirbt einem wirklich alles. So, dann rennen wir mal darüber, ne? Also dieses Geschnaufe ist echt Porn Simulator! Der Porn Simulator!
So, das Ding hier ist anscheinend mehr als ein iPhone. Das kommt mir fast ein bisschen vor wie ein, wie sind die Dinger? Tricoder oder Tricorder? Weiß ich jetzt nicht genau. Von Star Trek. Man kann da Sachen mit identifizieren. Das ist ja echt witzig, ne? So, ich muss es jetzt hier quasi nochmal fotografieren. So verstehe ich das. Knips. Olli! Und ich habe irgendwas Großes getroffen. Das war bestimmt die Leber. Oder? Das Zwerchfell? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war es ja wirklich das Herz. Steht das irgendwo? Ah! Da oben steht's ja. Rechte Lungenflügel. Deswegen konnte er noch laufen. Das Herz ist drunter und ist viel zu klein. Ach, trifft ja kein Schwein. Also ich jedenfalls nicht. So. Maus 1. Olli! Ich habe schon mal was geschafft. So, und jetzt... Aha, okay. Also... Noch viel schwieriger soll es sein, überhaupt diese Viecher aufzutreiben. Und deswegen soll ich Tutorial 2 spielen. So, wichtig ist mir zu wissen, ob ihr wirklich mehr von dem Scheiß sehen wollt. Ich werde mal auf Verdacht, was weiß ich, 3-4 Folgen machen. Und dann bin ich ein bisschen auf Rückmeldung angewiesen. Next Tutorial. Zeigt mir mit euren Kommentaren oder euren Likes oder Dislikes, ob ihr wirklich mehr von dem Scheiß hier sehen wollt. Ich will das ja nicht umsonst machen. Gut. Read the signs. Okay, Spurensuche. Das auch noch. Ich weiß, ich dürfte nicht rennen. Aber im Tutorial darf ich das bestimmt noch. So. Ah. Das ist wie die Detektivsicht in Batman. Wird total gut angezeigt hier. So, was muss ich machen jetzt? Walk up und, wieder mit dem Tricorder. Identifizieren. So, und Maus 2 ist dann wieder Kartensicht. Also mir dünkt ja, dass ich jetzt nur diese Spuren so schön eingeblendet sehe. Und wenn es dann wirklich ernst wird, simulationstechnisch, dass dann das überhaupt nicht mehr so leuchtet. Was mache ich denn dann? Das finde ich doch nicht. Ich bin total kurzsichtig. Hallo? So. Okay, das ist jetzt irgendwie eine Kuppel statt eines Bogens. Aha, okay, also das ist dann quasi selbe... Ah! Kacke! Wie schön! Das sieht doch mal wieder lecker aus. Gut, zurück zur Map-Sicht. Was für ein Circle? The Circle indicates how far the... Welchen Circle meinen die jetzt? Den da in der Mitte auf dem komischen, auf der Anzeige oder was? Wahrscheinlich, ne? Okay, gut. Gehen wir mal weiter. Jetzt machen wir mal ein bisschen auf realistisch, würde ich sagen. Jetzt rennen wir mal nicht mehr. Ja. Das ist schön, jetzt darf ich mir in dem Spiel auch noch Scheiße angucken. Ja, jetzt wo ich das aufnehme, vor 3 Tagen bin ich Vater geworden, als ob ich da nicht noch genug Scheiße im wirklichen Leben sehen würde. Jetzt muss ich es mir auch noch im Spiel angucken. Und identifizieren. So, und jetzt habe ich hier wieder Spuren. Muss ich wieder draufklicken, ne? Map View. Ist der Kreis jetzt irgendwie... Aha. Gut, gehen wir einfach mal weiter. Ah, Schmetterlinge. Kann ich die erschießen? Also theoretisch, praktisch wird es nicht hinhauen. Vögel? Müssen wir alles ausprobieren. Werden wir einfach mal töten, töten! Nein, natürlich nicht. Ich bin brav. Ich bin ein Jägersmann, der nur für den Ausgleich in der Natur sorgt. So, jetzt sehe ich angeblich... Den Bogen und, jetzt ist er schon weg. So. Okay, die Spitze zeigt natürlich die Richtung auch noch an, ne? Die Spitze von den Füßen. Map View. Also, wenn das der Kreis sein soll, da auf diesem komischen iPhone da, dann ist der wirklich klein. A dotted circle indicates a distance of more than bla bla bla. Gut. Dotted Circle. Was denn für ein Dotted Circle? Hm. Ich werde mir wohl vielleicht irgendwann mal doch das Handbuch ein bisschen angucken müssen. Ich bin zu dämlich. Ich raff das nicht so. Tappa, tappa, tappa.
Trapp, Trapp, der Trapper. Tripp, Tripp, der Indianer. Oh Gott, das ist ein uralter Witz von Otto Walkes und so einen Scheiß merke ich mir. Ist ja grausam. So, Dingelingeling. Identifizieren. Ah! Die drei roten Dinger. Das sind, jetzt checke ich das hier. Das sind die Kreise offensichtlich, die das anzeigen. Gut. Was will er jetzt? So. Gut. Also ich bin irgendwie auf der richtigen Spur. Warum auch immer zur Hölle. Wieder Identify. Aha. Okay, also der Kreis ist dann wahrscheinlich schon gemeint. Der ist relativ klein und deswegen bin ich nahe am Ziel. Ambush Spot. Okay, Ambush Spot. Sneak to the Ambush Spot. Ja, also schleichen muss ich jetzt auch noch. Meine Güte, als ob der nicht langsam genug laufen würde, der Idiot. Left Control. Ducken und schleichen. Das ist ja wie in anderen Spielen auch, ja? Ja, 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 ja. Kann er auch robben oder so? Robben, robben, robben nach. Na komm. So. Was ist jetzt hier daran ein Ambush-Spot? Woran erkenne ich das, wenn da kein roter Pfeil da wäre? Ich kann es nicht erkennen, oder? Es ist halt einfach so eine Anhöhe. So. Ah, ich wusste es doch. Er kann auch pronen. Das wollen wir auch gleich mal ausprobieren. Kann ich damit auch robben? Ah, ich kann auch robben. Geil. So. Ich bin versteckt und jetzt geht's um the Wurst. Also um das, was später mal eine Wurst wird. Jedenfalls. Using a caller. Ach du Schande. Jetzt muss ich auch noch diesen... jetzt muss ich den auch noch rufen. Rudolf, bei Fuß! Rudolf! Na komm! Okay, wird so nicht funktionieren. Ich muss mir ein Gerät dazu schnappen. So, das kann ich jetzt mit Maus 1 anheben und dann jetzt hier rufen. Ach du Schande, das klingt ja wie eine sterbende Ziege. So, jetzt senken. Und dann sagt er, wait, warum auch immer. Ah, ein Echo. So, tap. Soll ich machen und jetzt dieses Echo identifizieren offensichtlich. Ah ja. Gut, jetzt habe ich das also auch identifiziert. Damit ich weiß, das ist irgendwie ein Hirsch und kein Frosch, ne? So, gut. It's indeed close. Dear final call, that's the show you across the feed. Audio clue, bla 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 bla. Was? Der Audio clue ripples on the... Ach, egal. Wird schon irgendwie auch so klappen. Equip your binoculars. Bla 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 bla. Gut, also ich muss jetzt hier auch noch Fernglas verwenden, ne? Fernglas. So, und ich soll in diese Richtung gucken, in welche Richtung? Habe ich jetzt überlesen irgendwie? Na, in Richtung roter Pfeil natürlich. Habe ich doch schon wieder gesehen da, das blöde Viech. Okay. Und jetzt kriege ich dann irgendwie Informationen, wenn ich es centre. Okay. 104,9. Das ist ja mal ein Teil, ey. Das gibt viel Wurst. Das heißt, wird überhaupt Wurst draus gemacht? Ich glaube, da wird gar keine Wurst. Gibt es gar keine Wurst. Congratulations, bla bla bla. Jetzt wird's ernst, Kollegen! Werde ich es schaffen, dieses Mistvieh abzuschießen? Was muss ich machen? Die Knarre ziehen wahrscheinlich, ne? Die hatte ich auf 1. So. Und da versuchen wir jetzt mal gleich die Rübe zu treffen. Oh, der ist aber noch weit weg. Kann ich daran zoomen? Irgendwie? Ne. Kann ich nicht. Spannung kommt auf. Dann müssen wir die Luft anhalten, damit er nicht so wackelt, gell? Achtung. So, und jetzt schieße ich ihm in die Birne. Der hat aber mal gesessen, oder? Okay. Jetzt möchte er, dass ich wieder aufstehe. Logisch.
Und dann gehen wir mal los und holen uns das Ding. Jetzt können wir wieder rennen. Jetzt ist es ja tot, ne? Jetzt läuft es ja nicht mehr weg. Warum kann ich jetzt nicht... ach so, ich bin immer noch im Duck-Modus. Jetzt. Jetzt möchte ich bitte rennen. Ja. Ja, wunderbar. Ich hab's verstanden, das Prinzip. Da kann ja jetzt nichts mehr schief gehen. Da bin ich ja jetzt quasi ein Jäger nach irgendwie einer Viertelstunde Ausbildung, weiß ich alles, was er wissen muss. Und ich sehe schon, das wird echt, 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 echt zäh. Weil ich wahrscheinlich ewig nichts finde und dann werde ich wütend und dann verliere ich die Geduld. Also bitte sagt mir, wollt ihr mehr von der Scheiße sehen? Sagt einfach, euch interessiert es nicht, das wäre mir am liebsten, weil ich habe echt Angst. So, da ist er ja. Trikordern. Und, wo habe ich den getroffen? Neck. Okay. Hat gereicht anscheinend. Jo, dann sag ich mal. Das war's vorerst. Bis zur nächsten Folge. Und dann werde ich wahrscheinlich selber mal richtig jagen müssen. Ciao, ciao.